Alles funkelt und glänzt. Ja, damit. Damit können wir auch bestimmt den letzten Wichtel da unten ablenken. Und jetzt natürlich erstmal durch die ganze Mine. Ach. Ehrlich, da haben die Entwickler dem Spiel keinen Gefallen getan. Da, dum, 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 dum. So. Ach, endlich. So. Na dann. Mein kleiner Freund. Wir haben hier ein paar schöne funkelnde Kristalle für dich. Schau mal, was ich für dich habe. Yes. Ja, hau ab. Ja, renn einfach aus dem Bild raus. Ich schätze, damit gehörst du mir. Ja, und noch mehr. Die großen Steine sind zu auffällig. Aber vielleicht kann ich unbemerkt ein paar von den kleinen Goldnuggets mitnehmen. Hey. Diebstahl! Auf ihn! Der Mensch hat Gold gestohlen! Sie hören dich wohl nicht mehr. Nur ich kann dich hören, wenn du auf meinem Kopf sitzt. Stimmt's? So ein Pech. Freu dich nicht so früh. Für heute Abend bereite ich eine Oper vor. Oh Gott. Schnell weg. Okay. Dann werden wir mal mit der netten Dame reden. Hallo, meine Hübsche. Ja? Möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh, oh. Ja, das sind viele. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Als furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Stimmt. Frauen an die Macht. Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? Drei Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Ach, schade. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Oh je. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Aber okay. Das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Oh je. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Stimmt. Sieht schick aus. Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das hier am Berg sein soll. Hast du eine Idee, wo es ist? Schon. Ja, wo ist es? Nun ja, du bist so etwas wie ein Krieger und ich bin ein Drache. Müssten wir nicht kämpfen oder so etwas? Wer sagt das? Kapitel 5. Übereifrige Helden, oder? Wenn das Abendessen zu Besuch kommt. Autsch. Das ist doch völlig überholter Blödsinn. Meinst du? Na klar. Konfrontationen bringen einen nicht weiter. Du musst dir Verbündete suchen. Networking heißt das Zauberwort. Networking? Davon steht hier nichts. Vielleicht kommst du später nochmal wieder, wenn ich mehr gelesen habe. Wir können das bestimmt auch anders regeln. Wie denn? Vielleicht helfe ich dir, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden.
Tatsächlich? Du kannst mir beibringen, wie man Feuer spuckt? Ja, zum Beispiel... Dann befürchte ich, dass du mir nicht helfen kannst. Mist. Außer, hast du vielleicht einen riesigen Goldschatz? Nicht wirklich, aber vielleicht kann ich dir zumindest etwas Gold besorgen. Als Starthilfe sozusagen. Eine Goldmünze zum Beispiel. Abgemacht. In Kapitel 1 steht, dass jeder klein anfangen muss. Und eine einzelne Goldmünze ist ein guter Anfang für einen riesigen Goldschatz, oder? Ja, stimmt schon. Was ist das hier für ein Ort? Meine Drachenhöhle. Schon klar, aber was war es vorher? Diese Maschinen da drüben sehen sehr alt aus. Die Zwerge haben sie gebaut. Vor Jahrhunderten. Sie haben hier im Vulkan nach seltenen Metallen geschürft und einige mächtige Waffen geschmiedet. Doch dann ist der Schrecken auf sie herabgestürzt. Ein mächtiger rosa Drache vertrieb sie. Aha. Gefällt dir die Geschichte? Ich arbeite an meiner eigenen Legende. Jedes furchteinflößende Ungeheuer umgibt sich mit einem Netz aus Mythen und Legenden. Ja, interessant. Ich muss weiter. Schön weiterüben. Natürlich, natürlich. Ja, schön weiterüben. Okay. Erstmal den Drachenkopf hier ran, damit es wieder Feuer fangen kann. Passt doch bestimmt, oder? Jo. Das war's. Der Kopf passt perfekt. Super. Diese Luke hält die Lava im Becken. Wenn man sie mit Hilfe der Kette öffnet, fließt die Lava heraus. Nett. Lava Marsch. Das sieht doch richtig beeindruckend aus. Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Okay. Kannst du es vielleicht öffnen? Nee, kann er nicht. So, dann die Zange. Nee. Ja, dann rein damit. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Und trotzdem steckt die Zange wieder in. Die Nuggets sind im Hochofen geschmolzen. In der Schale hat sich ein kleiner goldener See gebildet. Bingo. Das brauchen wir. Jetzt durch die Presse. Dann haben wir schon unsere Goldmünze. Also gut. Ich gieße das Gold in die Form. Sollte gerade genug sein. Und haben wir es jetzt? Eine astreine Goldmünze mit einem grimmigen Zwerg drauf. Au! Na super. Oh, ist noch heiß. Haha. Juhu, wir haben es geschafft. Na dann, hier hast du die Goldmünze. Schau mal, hier habe ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke! Und wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja, ich liege drauf. Aha. Könntest du es dir holen? Schön. Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da. Da ist was. Es ist der Kopf einer Spitzhacke. Oh. Und dann noch ein Stückchen weiter. Na toll. Na toll. Was ist? Es ist kaputt. Oh nee. Was? Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster. Und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Du könntest es vielleicht reparieren. Was
Sehe ich aus wie ein Schmied? Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Oh je. Das kann was werden. Waffenschmied in 14 Tagen? Oh Gott. Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Oh je, das kann was werden. Na gut, fangen wir an zu lesen. Also schön. Magische Schwerter, magische Schwerter, magisch... Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Bla, bla, bla. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen 0 sein. Ja. Mal sehen. Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Kupferkessel. Ziemlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Nett. Wir können uns ja schon denken, wo es Kupfer gibt. Aber erstmal natürlich die Spitzhacke zusammenbauen. Passt perfekt. Das dürfte ja eigentlich schnell gehen. Sofern man nicht dauernd immer durch dunkle Minenschächte rennen muss. Aber hier haben wir doch was. Ich könnte das kupferhaltige Gestein mit der Hacke abbauen. Dann müsste ich es nur noch aus dem Stein schmelzen und hätte Kupfer. Genau. Na dann, ans Werk. So schnell kann drei Brocken kupferhaltiges Gestein. Aber kein Arkanitkristall drin. Ja, da kann man nichts machen. So. Jetzt ist wieder das gleiche Prinzip wie mit dem Gold. Ich lege so viele Steine wie möglich rein. So, dann schmelzen wir wieder. Dann machen wir Kupferkessel. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Ja, das wissen wir ja langsam. Okay, glaub, es ist langsam fertig. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Okay. Dann vielleicht noch kurz abkühlen und dann hämmern wir drauf. Ein Stück Kupfer. Super. Ein knappes Pfund, schätze ich. Das dürfte ja wohl für den Kupferkessel reichen. Das Kupfer ist noch heiß, wird aber schon langsam hart. Wollen wir mal. Yep. Auf geht's. Später. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Super. Nur noch 97 weitere Kessel. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Das kannst du vergessen, Nate. Also wirklich. Das machst du selber. Ja, also schön, ich mach's allein. Na also. Viel später, sehr viel später. Guckt euch das an. 98 Kessel, Level 98. Und hat das einen Spaß gemacht. Ja. Immerhin kann ich nun so ziemlich alles schmieden. Inklusive geborstene magische Schwerter. Super. Na dann, auf geht's. Also gut. Als Schmied Level 98 weiß ich, was zu tun ist. Später. Tada! Endlich. Ich habe das Schwert neu geschmiedet. Fehlt nur noch die Härtung im Drachenfeuer. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Drachenfeuer, okay. Wir haben doch einen Drachen hier. Hallo, meine Hübsche. Ja? Das Schwert muss in Drachenfeuer gehärtet werden.
Wärst du wohl so nett? Oh, das dürfte nicht so ohne weiteres möglich sein. Ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich denke, du bist ein Drache. Ja, schon. Aber um Feuer zu spucken, muss man rasend vor Wut sein. Das ist der normale Gemütszustand der meisten Drachen, weißt du? Aber ich habe es nicht so mit der Wut. Ich habe früher viel autogenes Training und Yoga gemacht. Interessant. Ja, jetzt müssen wir sie quasi...